So, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Flife und auch einer neuen Erweckfolge. Ja, heute hoffen wir auf jeden Fall wieder auf gute Erweckungen. Wir haben jetzt keine Highlight-Sätze wirklich dabei. Es ist, glaube ich, ein bisschen Alice, Psychon, so ein paar Sachen, so Kleinigkeiten, aber hauptsächlich... Are you kidding me? Es fängt direkt wieder mit sowas an. Schade. Der Helm wäre sehr cool gewesen, wenn er Plus gewesen wäre. Wenn alles Plus gewesen wäre. Und das sind STA plus 4 gestattete Mioran-Gowns. Oh boy. Mit 20 Angriffskraft. Soll ich das aufheben? Aber 20 Angriffskraft ist halt quasi gar nichts. Und ich meine, 4 STA ist zwar gut. Vor allem, weil Gowns ja eigentlich keine HP bringen können, aber... Naja, ich meine... Also... Ja, ich heb's mal auf, aber ich befürchte so, es kauft keiner. Allgemein das Ding mit Statted Saturn, das regt mich so auf. Ich hab's ja letzte Folge, glaube ich, schon erzählt. Manche Leute verkaufen sowas Gestattetes, also quasi perfekt gestattet oder halt sehr hoch gestattet, für 900 mehr Mio. Eine Milliarde. Ich habe literally perfekte gestattete Alice und Mio-Ranteile im Auktionshaus, die kein Mensch für 100 Mio kauft. Das ist ein Scherz. Also wirklich, ich fühle mich komplett ver... Punkt, Punkt, Punkt von dem Spiel. Es ist wirklich, es ist so lächerlich. Es regt mich so auf, ey. Ich meine, mittlerweile habe ich schon fast die Vermutung, dass die Leute sich die Sachen selber rauskaufen, nur um mir einen Screenshot davon zu schicken. Oh mein Gott. Wie sie es verkauft haben. Aber das kann doch nicht wahr sein, Alter. Es ist wirklich, ich habe die Dinger jetzt... ich meine, Auktionshaus läuft jetzt heute aus. Das lief jetzt 15 Tage. Und ich habe es zweimal reingestellt, einmal für 500 und dann für, also das eine Teil hatte ich sogar für mehr drin, das war für 300 Mio, glaube ich, wurde nicht gekauft. Und das andere war, glaube ich, erst für 350 drin, weil ich das früher schon mal drin hatte und es nicht verkauft wurde. Und jetzt ist es für 100 drin, es wurde wieder nicht gekauft. Und heute läuft es aus, dass ich stelle es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr rein. Ich tue es dann wahrscheinlich noch meinen Shop für 20 Mio und wenn es dann keiner kauft, dann wird es halt weggeschmissen. Ist mir dann auch Wayne. Und schade, der Helm, ich sehe gerade erst, dass das ein minus 4 STR da unten sind, also ist das insgesamt sehr... wenig. Also nicht gut. So. Mioran mit Crit-Rate braucht keiner. Ja, übrigens, was ich nochmal sagen wollte, ja, ich bin auch nur ein Mensch, ja, und natürlich übersehe ich hier auch mal Erweckungen. Gute, wo ich im ersten Blick zum Beispiel auf Stattung achte. Wenn es zum Beispiel heftig gestattet ist, dann rede ich die ganze Zeit über die Stattung, dann vergesse ich voll wirklich die Erweckung. Also ich gucke es mir schon an, aber das kennt man ja. Man guckt sich was an und guckt sich es aber gar nicht richtig an. Also man sieht es, aber man guckt sich es nicht wirklich an sozusagen. Und dann kann es natürlich passieren, dass ich auch mal eine Erweckung weghaue, die eigentlich gut ist, beziehungsweise die man auf jeden Fall verkaufen könnte. Und ja, wollte ich nur nochmal sagen, weil da auch immer Leute denken, wenn man hier nebenbei live kommentiert das Ganze, dass es dann so ein Zuckerschleckchen wäre, nebenbei noch alles perfekt zu sehen. Also ich meine, das ist natürlich ärgerlich und ich meine, es ist ja nicht schwierig, aber ich sage ja nur, es kann passieren, wenn man sich 200 Setteile mal anguckt. What the hell is going on? Das sind die falschen Setteile. Dann kann es halt einfach mal passieren, dass man da auch mal einen Fehler macht. Genau. Beziehungsweise gut, bei manchen Sachen, da ist es sogar Absicht, dass ich die verkaufe. Weil ich halt einfach aus meiner Erfahrung raus sage, ich verkaufe das Zeug einfach nicht. Ja, die sind unlucky gestattet. Und dann schmeiße ich es halt lieber weg, bevor ich mir dann wochenlang den Eck gebe, wie mit so perfekt gestattete Set-Teile. Wie kann das sein, dass die keiner kaufen will? What the hell? Schon wieder Crit-Rate auf Mioran. Jesus. Also das war ein eigentlich ziemlich gutes Inventar, da waren ein paar gute Erweckungen dabei, aber also sowas von auf den falschen Setteilen, da war ja nichts auf dem richtigen Setteil. Also ja, die Gowns, ich sag's euch jetzt schon, die werde ich für maximal 50 Mio los, weil die kein Mensch kaufen wird. Und bei der Suit, ja gut, 17 Crit Damage, 2 Geschwindigkeit, die kann man als 101 schon tragen, bis man Ruddy kann, tragen kann. Die wird vielleicht sogar für 100 weggehen, wenn es gut läuft. Oder mehr. Mal gucken. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, macht's gut. Wow, das war erst der erste Teil. Hoppla. Bis gleich. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht, weil ich glaube, gefühlt ein paar Setteile ausgelassen zu haben. Aber das sehen wir ja gleich. Und da geht's direkt los mit einem Minus-STR, Minus-STA Daystamed. Das ist schmerzhaft. Minus-Int auf Warporn, das juckt uns nicht. Minus-Crit-Damage. Gar nicht erwähnenswert, was da alles erweckt. So,
Int minus 13. Oder was gehört plus 4 noch drauf? Egal, so oder so. STR minus 13, STR plus 7. Nee, STR minus 4. Ach, Jesus. Oh, nee, doch nicht. Oh, minus Angriffskraft noch mit drauf. Da ist gar nichts drauf. Da ist auch nichts drauf. Ich wollte schon sagen, bei dem Inventar hatte ich gerade ein richtig gutes Gefühl beim Erwecken. Nevermind. Aber absolut nevermind. Jesus Christus. Da war ja noch gar nichts dabei. Fangen wir hier unten mit dem guten Set her. Blaine STA minus 10. Crit minus 11. Ein paar Schilde haben wir mal wieder. Danke übrigens fürs Set-Teile zuschicken. Ah, oh, tatsächlich, da habe ich was vergessen. Den Psychon-Helm. Ah, oh, ja, gut. Jetzt kann man ihn wirklich vergessen. Minus 9 Geschwindigkeit, plus quasi gar nichts. Warte mal, 10 STR, 17 STR, oh, warte mal. Ja, aber minus... Ja, minus 7 STA ist halt... Ich hebe ihn mal auf. Sonst heißt es wieder, oh, warum hast du den weggeschmissen? Aber 17 ist nicht besonders hoch und minus 7 STA ist auch für vor allem niedrige Knights. Gut, Knight hat viel Def, klar. Was vor allem im Low-Level sehr hilfreich ist, weil Warp-On-Set hat dafür, dass es ja im One-on-One-Set ist, trotzdem so viel Def, weil Knight einfach so viel Def hat. Aber minus 7 STA ist trotzdem sehr ärgerlich. Auch wenn man sich ein halbwegs schlecht gut erweckt ist, wie man es sehen will. Warp-On selbst zusammen schustert für den niedrigen Bereich. Das ist trotzdem nicht so geil. Also wird wahrscheinlich. Und 17 STA ist ja da einfach nicht viel. Also das erweckt man ja. Wenn man nicht Chris heißt, dann 0, nichts. So. Also jetzt sag er mal, da war ja. HP plus 3 und Geschwindigkeit minus 2 und. Was? Gefühlt habe ich das Inventar mit verbundenen Augen angeschaut. Da war ja legit gar nichts. Also Daystame, wenn der Plus gewesen wäre, wäre cool gewesen. War jetzt auch keine krasse Erweckung, aber hätte man auf jeden Fall gut verkaufen können, aber what? What happened? Okay, dann bis gleich. So. Weiter geht's und Shoutout an Sklaventreiber und Steuerack für die Setteile, die ihr mich geschickt habt. Oder ich weiß nicht, ob es auch die gleiche Person ist. Könnt ihr mich ja wissen lassen, auf jeden Fall. Danke dafür. Und ja, die meisten 90er und 105er Setteile werden dann auch nicht von mir sein. Das sind dann die zugeschickten. Das sieht man dann auch gut dran. Und ja, mal gucken, was bei rauskommt. Also wir haben auch ein paar AG-Waffen jetzt dabei. Wäre natürlich cool, also vor allem bei den Zweihandwaffen, also beim Bogen gleich. Wenn da eine coole Fusion bei rauskommen würde, dann wäre das Ding sogar was wert. Als Skin werde ich es, glaube ich, dann tatsächlich nicht aufheben, weil... Also gut, ich weiß es exakt nicht auswendig, aber ein schlechter Weg der AG-Bow... Naja, eigentlich werden die nur für Skins gekauft, aber... Naja, mal gucken. Man kann sie erstmal noch aufheben. Und dann kommt es darauf an, wie viele Setteile wir hier übrig haben werden. Okay, fängt schon mal nicht so gut an. Ja. STA minus 16. Ah, Ancient Shield haben jetzt auch ein paar dabei. Psychon Helm mit 10, 11 STA. Hm, das ist ein bisschen wenig. Und. Ne, Psychon ist Tank. Ne, passt schon. Ja, weil Psychon ist, glaube ich, Cast Time. Ich weiß den Effekt nicht auswendig. Aber. Trägt man, glaube ich, sowohl als auch. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber trotzdem 11 STA ist ein bisschen wenig. Für ein Set, das wohl kaum Nachfrage besitzt. Oder für Setteile, die kaum Nachfrage besitzen. Das ist auch nichts geworden. Vapon auch nichts. Dann gucken wir den AG-Bow an. Was hat er denn? STA minus 10. Ja. Ich hebe ihn erstmal auf. Jetzt warten wir mal kurz, was da noch bei rauskommt hier so. Das ist auf jeden Fall auch nichts. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott. No way. Int plus 29, Angriffskraft minus 110. No. No. Also ich meine, das wäre jetzt nicht so ultra krass. 29 Int ist jetzt natürlich nicht das Heftigste, aber wenn es 110 plus Angriffskraft, das wäre schon eine gute Suit für ein Hit-and-Run-Ele. Damn. Schade. Ich weiß gar nicht, ob ich sie überhaupt aufheben soll, aber 110 ATK minus ist schon heftig. Also das sind die plus 13 Int safe wieder ausgeglichen dadurch. Also ich meine, kommt natürlich drauf an, was man sonst für Equip hat. Aber
Ich meine, sowas wird man als Elementor tragen, der kein sonstiges großartiges Equip haben wird wahrscheinlich, und dann nimmt man sich wahrscheinlich lieber eine Suit, die einfach so 20 hingibt oder so. Ach man. Ich müsste tatsächlich mal ausprobieren bei meinem Ele. Kann ich ja machen. Und dann je nachdem, wie heftig sich das auswirkt. Aber ich gehe stark davon aus, dass das nichts ist. Schade. Ach man, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Schade, schade, schade. Int minus 16 gleich nochmal. Okay, der AG-Band. Ja gut, den habe ich jetzt nur so provisorisch mit erweckt. Eigentlich macht es keinen großen Sinn, einen AG-Band zu erwecken. Das ist eigentlich genau das gleiche wie beim Bogen. Nur der Bogen, wenn der wirklich gut erwecken würde, wäre es eine gute Fusion. Oder könnte man ihn zu einem guten Fusionsbogen machen. Aber war ja leider nicht der Fall. Ja. Ist der A plus 7, Int plus 4? Naja. Nur was Positives heißt es nicht, dass man es auch verkauft bekommt. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder. Das wären 23 STR und 17 STA. Das ist auch nicht das Heftigste. Aber schade. Ja, das STA ist komplett minus und STR sind gerade mal 9. STA plus 23 und plus 4, ja, let's go, endlich. Alter, wenn das jetzt wieder nicht positiv gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, wenn das jetzt STA minus 16 gewesen wäre, ich glaube, dann wäre ich richtig wütend geworden. Naja, gut, okay, das ist richtig wütend, das sind nur Set-Teile, aber da wäre ich schon ein bisschen tiltet gewesen. Das ist gut, 23 STA, 4 Int. Passt auch, also ich bin mir ziemlich sicher, Psychon ist mehr das Tank-Set. Aber wie gesagt, das trägt man, glaube ich, sowohl als auch. Muss ich mir nochmal den Set-Effekt angucken. Bei Genion ist er. Oh, Genion ist er das 101-Set, beziehungsweise das Damage-Set für Psykeeper. 15 Crit Damage, oh mein Gott, und die sind Int plus 3 und STA plus 1 gestattet. Ah, also sie haben sogar 3 Geschwindigkeit, was natürlich nichts ist, wenn man mal ehrlich ist. Aber dadurch, dass sie gestattet sind, hebe ich sie mal auf. Dex minus 22, was geht ab mit den ganzen Genion und Psykon Sachen, what the hell? Zweimal Angriffskraft minus 65, Critrate minus 7, oh mein Gott, what is happening? Das Inventar rockt halt mal richtig rein. Das ist eine Erweckung besser als die andere. Oh, das Schild ist auch heftig gut gestattet, aber leider komplett schlecht erweckt. Bei Stattungen heutzutage eh einen Wert verloren haben, sag ich mal. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob man Shields auch statten kann, habe ich noch nie gemacht mit den Stat-Scrolls, aber warum nicht? Es müsste genauso gehen bei Rüstungen und Waffen. Aber habe ich noch nie ausprobiert. Zwei Geschwindigkeit ist auf jeden Fall zu wenig. Dann haben wir nochmal Genion mit nochmal Crit-Damage irgendwas. Nochmal, aber die Geschwindigkeit ist nur plus 1. Und nochmal, what the hell? Okay. Gut, dass das keine Blaine-Sachen waren, sonst hätte ich mich, glaube ich, schon aufgeregt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was haben wir jetzt? Ein AG-Bone und ein AG-Band? Also ja, die werde ich wahrscheinlich weghauen. Vor allem den AG-Band werde ich wahrscheinlich weghauen. Ich glaube jetzt auch nicht wirklich, dass irgendjemand ein AG-Band großartig skinnen will. Die Suit muss ich mir nochmal angucken. Den Helm hebe ich auf jeden Fall auf und die Boots... Ja, ich probiere es mal, die loszubekommen. Vielleicht kriege ich dafür noch 50 Mio oder so. Wegen der Stattung, wenn es gut läuft. 20 Mio sollten drin sein, auf jeden Fall. Aber der Helm ist nice. Der Helm ist echt nice. Und wie gesagt, Psychon ist 1000%ig. Also, Tankset. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Oh boy. Und damit sind wir beim letzten Inventar angekommen. Also danke nochmal für die zugeschickten Set-Teile. Sonst wäre die Folge jetzt definitiv noch nicht möglich gewesen. So, nach... Naja, kurzer Zeit ist vielleicht übertrieben, aber... Relativ kurze Zeit. Weil dieses Jahr gab es, glaube ich, erst 4 oder 5 Wegfolgen oder so. Also auf jeden Fall nicht sehr viele. Weil ich einfach kaum gefarmt habe, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also halt Events habe ich halt kaum welche gefarmt. Und nur durch Tramnuk, wenn man jetzt auch nicht übertrieben viel farmt, dauert es schon eine Weile da... über 200 Set-Teile zu droppen. Und selbst da bin ich momentan inaktiv, da kriege ich jeden Tag nicht mal 5 Set-Teile von, also... Jo, da dauert es auf jeden Fall. Genau. So. Ja, wir haben ungefähr die gleichen Set-Teile wie davor, wieder gemischt, zwar... Wow. Zum Glück ein Oka-Sam. Ah, damn. Sowas tut weh, wenn man das sieht. Ja, ich weiß jetzt... Achso, ja doch, genau. Das gleiche Inventar wie vorher ungefähr.
75er Setteile, 90er Setteile und 105er. Bisschen bunt gemischt. Minus 16 Int. Minus 16, 15 STAs. Aber egal, ist das gleiche. Das ist auch schlecht. Oh. Alter, was ist mit Genion los? Ohne Spaß. Also schon im letzten Inventar so kranke Erweckungen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie immer positiv sein müssen. Ah, die Werte einfach und so viel STR und Crit. Oh mein Gott, STA plus 4 gestellte Psychon Gauns. Ha. Jetzt wird sich Frage, ob ich die wegen der Stattung aufheben soll. Sie geben halt minus MP, aber immerhin ein Cast und 5 ATK. Naja, hebt man es nochmal auf, wegen 4 STA. Aber wie schon gesagt, Stattung hat heutzutage ein bisschen den Wert verloren, weil natürlich sind die Scroll of STA etc. so teuer. Und es gibt ja auch keine gemixten Stats, die man sich dadurch machen kann. Aber, naja, nur deswegen wird halt keiner ein Setter für, keine Ahnung, ein paar Milliarden kaufen. Weil, wenn du wirklich ein krass erwecktes Setter hast, machst du da einfach eine Scroll of STA drauf und fertig. Und man kauft sich nicht erst die Stattung und erweckt dann das Setter, weil das viel teurer ist. So ist das einfach. Also eine gute Erweckung ist viel mehr wert als eine gute Stattung. Oh, zum Glück keine hohen Werte. Ein Cast-Time, das hebt man jetzt auf jeden Fall nicht auf. STA plus 19, schade, so ein fettes STA-Shield, das wäre einiges wert wahrscheinlich. Aber 19 ist ein bisschen wenig. Oh boy, nennen wir uns ja schon wieder dem Ende hier zu. Int plus 23, nein danke. Noch mehr Genion-Action hier at the bottom, aber auch nichts dabei. Crit plus 1, gar nichts. Pff. Zweimal minus Death, minus Geschwindigkeit. Nix. Nix. Psychon. Ja, auch wieder nix im Endeffekt. Nioran genauso. Ja, come on, es hat doch jetzt so gut angefangen. Ja, MP erweckt, aber kein Mensch braucht eine MP-Erweckung. Zumindest nicht als auf einem Genion-Setteil. Das ist auch nichts. Dann haben wir noch Harganis Gauntlets, just for the good luck. Aber da war ganz sicher nichts good luck. Dann haben wir den Ruddy Helm als letztes. Come on. Wow. Okay, das Inventar war absoluter Trash. Holy moly. Nix. Ah, doch, eine Sache aufgehoben. Ja, aber auch nur wegen der Stattung. Also wie gesagt, das ist... Es ist einfach eine schlechte Erweckung, das kauft halt keiner. Also, es kauft schon irgendjemand wegen 4 STA halt, aber halt auch für den entsprechenden Preis von wahrscheinlich nur so 20, 30 oder vielleicht 50, wenn überhaupt 100 Mio. Und das war's. Ja. Wenn überhaupt. Mal gucken, ob das tatsächlich eintreten wird. Naja, aber auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.